Herzlich willkommen zur neuen Folge von der Georg und Jockel Show. Hallo, wir grüßt haben euch. Auch heute wieder ich hoffe, einen es geht euch gut. Fantastischen Gast. Wir haben ganz viel vor. Wir haben Spielspaß, Spannung. Unser Gast kommt diesmal von den Bohnen. Ja, ist Gunnar Krupp. Play 15 hat ihn mal tituliert mit den Worten: Er ist ein Allrounder-Amateur. Kann viel, aber nichts richtig. Ich finde das gemein. Ist das gemein? Das ist gemein. Das ist gemein. Hat Play 15 gesagt. Wer ist Play 15? Das ist ein Games Festival in Hamburg. Herzlich willkommen. Hallo Gunnar. Gunnar, komm rein. Hi Gunnar, grüß dich. Hallihallo Gunnar. Setz dich. Hi. Haben die das wirklich gesagt? Da gibt es eine kleine witzige Geschichte zu, weil ich das selbst schreiben musste. Ach nein. Ja, müsst ihr euch gar nicht. Dann muss ich die ja doch gar nicht DDoSen. Und das Witzige war, dass mich meine Mutter gegoogelt hat und auch das Gleiche gefunden hat und dann irgendwann mal bei mir angerufen hat und gesagt: Was ist das denn? Wer schreibt denn sowas über dich? Was sind das denn für Arschige? Soll ich da mal anrufen? Gleiche Reaktion. Das habe ich selbst gemacht. Das hast du selbst gemacht? Ja. Warum? Bist du überzeugt davon, dass du viel kannst, aber nichts richtig? Ja. Ich kann alles ein bisschen. Aber du hast doch zu Ende studiert, oder? Im Gegensatz zu... Oh nee, du bist auch... Ich müsste meine Bachelorarbeit noch schreiben. Aber sonst habe ich zu Ende studiert. Hast du schon angefangen damit, Gunnar? Wenn meine Eltern jetzt zuschauen würden, würde ich sagen ja, aber nein. Die schauen bestimmt. Ja. Die sind nämlich Fans von unserer Community bei SuperGames.tv. Auf jeden Fall. Ich muss jedes Mal, oh, das wird Weihnachten wieder ganz schlimm, weil ich mir jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, anhören muss, ja, wie ist denn mit der Bachelorarbeit? Ich sage, ja, das läuft. Läuft. Was ist denn dein Thema oder hast du es auch noch nicht? Habe ich auch noch nicht. Nee. Was ist denn dein Studiengang? Können wir das so weit eigentlich? Das war tatsächlich hier um Ecke. Ich habe HW hier um Ecke studiert, also irgendwie Luftlinie 200 Meter. Was, Heiko Westermann? Nee. HW? Medien und Information. Ich habe HW verstanden. HAW heißt die Entschuldigung. Uni. Oder vergiss ihn. Ja. Hochschule. Ich habe nichts gesagt. Mhm. Ja, aber noch nicht fertig. Aber wenn ihr jemanden kennt, der, der gut Bachelorarbeiten schreiben kann für wenig Geld, dann wäre das schön. Moment mal, du bist doch jetzt reich, du hast doch Geld wie Dreck. Wir reden auch natürlich gleich über deinen großartigen Günther Jauch-Auftritt. Ja. Da ist zwar schon so viel gesagt worden, aber wir wollen es einfach nochmal hören. Wir finden das so spannend, wenn da jemand mal dabei war und halbwegs weit gekommen ist, ne? Ja. Ja. Bis zu 64.000 Euro Frage und die auch noch richtig beantwortet. Und dann kam die Bild-Zeitung, dann kam RTL Nord, glaube ich, dann kamen die ganzen Medien und wollten Interviews von Gunnar. Nicht wahr? Mhm. Dann warst du noch bekannter als jetzt. Bild hat sofort an dem Abend angerufen, bei uns in der Firma und ich war zufällig unten im Büro und dann bin ich da rangegangen und dann hat er hat mich gleich so komische Fragen gefragt. Er war auch nicht so wirklich nett. Also sind die von der Bild-Zeitung wahrscheinlich nie. So richtig nett, ne? Bei mir ruft niemand an von der Bild-Zeitung, also zum Glück. Ja, dann soll ich es ganz, ganz, ganz schnell beantworten und dann haben die da auch irgendwie was falsch zitiert, glaube ich sogar. Und deswegen war das ein bisschen lieber. Ja. Würde ich nicht mehr machen, glaube ich. Aber ja. Du kannst bei uns alles richtig stellen. Wir sind da eine der größten Plattformen im Internet. Ich bin gespannt, wie das hier zusammengeschnitten wird. Naja. Das, was uns nicht gefällt, werden wir digital rausschneiden. Ja. Aber jetzt wollen wir erstmal für alle diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, es soll zwei, drei geben, ich kann es mir nicht vorstellen, einen kurzen Film zeigen, der dich so ein bisschen charakterisiert. Los geht's. Ja, da sind wir. Moin, moin. Okay, das klang gerade richtig unsicher. Die Zuschauer merken doch sowas. Außerdem musst du freundlich gucken, die Leute halten dich eh schon für ein komplettes Arschloch. Da brennt die Bude. Hast du Anruf, wie alt bist du? Man sieht doch die ganze... Mann, das macht man, das ist die alte... Die ganze Information, die du fragst... Das ist die alte Fernsehschule, dass man nochmal fragt! Aber die ganze Information, die du fragst, das steht schon da auf dem Bildschirm! Aber man muss das für den nochmal verbalisieren! Mann! Der ist doch mal hier! Ich kann nichts verstehen so. Du weißt, dass wir immer sehr viele Fragen in unserer Sendung bekommen. Ja. Und die beantworten wir. Also wir an unsere Zuschauer. Alle Gäste, die bei uns waren, haben sich darauf gefreut und haben es gemacht. Gefreut, ja. Wir hatten in unserer Redaktionssitzung überlegt, können wir das einem vierten Gast noch anbieten? Ist das vielleicht für den Zuschauer eher unlustig? Dann haben wir gesagt, darauf lassen wir es ankommen. Wir testen es einfach nochmal. So, aber ich habe euch doch eben gefragt vor der Sendung, ob ich spülen muss. Und ihr sagt nein. Sendung musst du ja auch nicht spülen. Wir lassen das ein bisschen Überraschung Während sein. Der Sendung musst du spülen. Wir kriegen so viele Anfragen von den Agenturen unserer Gäste, die uns fragen, darf der denn auch? Und ja. Wir sagen dann, okay. Hat so. Mein Agent gefragt, ob ich spülen darf? Ja. Du hast keinen Agenten. Ja. Also, wir bitten dich. Du kannst auch ablehnen, dann brechen Moment. Wir hier, dann müssen wir alles abbrechen. Wir bitten dich unter anderem. Aber so viel Geschirr war doch da gar nicht.
Nein, war es auch nicht. Deshalb zack, zack, husch, husch. Ach so, ich jetzt... Du kannst auch Fenster putzen, wenn es dir lieber ist. Aber das wäre cool. Du kannst ja auch noch einen Kaffee nehmen, wenn du möchtest. Sachen, hier, dann ist die auch leer. Die ist auch leer. Das kannst du aber, wenn du schon mal dabei bist, gerne neu... Also den auch neuen machen auch noch. Da ist noch ein bisschen was drin. Oh nee, was ist das denn? Was haben die denn da gegessen? Ja. Das weiß ich nicht. Das war bestimmt der Thomas. Das ist übrigens Ingwer, Gunnar, was da drin ist. Das war Ingwerwasser. Das ist noch der normalste Teil. Ingwer, ich bin krank. Wer stellt denn das ganze Zeug denn... Das nicht, okay. Oh Gott, wenn du schon, warte mal, du hast gerade den Satz angefangen, wer stellt denn das ganze Zeug in die Spüle rein? Ich sehe die Spüle gar nicht, Lennart. Und dann frage ich mich bei deinen Kollegen bei Rocket Beans zum Teil, machen das auch was alle. Du für eine Halsschlagader hattest mit so, ich sag mal so einen Namen Simon. Weißt du, wo das Spüli ist? Ich finde es schon hier. Gleich kommt die Frage, Georg, ich sag's dir. Gleich kommt wieder die Frage, ob wir warmes Wasser haben. Ach, da steht ja genau daneben, ja. Ja, da ist Spüli. Ich kann immer nur den Spruch sagen, viel hilft, das trübt. Ein Spritzer genügt. Okay, Gunnar, die erste Frage erwarten wir gerade. Ja. Mhm. Warum weinen wir, wenn wir traurig sind? Was hat das Auge mit den Emotionen zu tun? Wisst ihr das? Georg weiß das. Nee, ist ja alles verstopft. Moment. Das mal. Läuft ja nicht mal ab hier bei euch. Du darfst auch Wasser benutzen, Gunnar. Ja, guck mal. Das Wasser steht hier drin ohne Stöpsel. Ja. Das ist aber. Mit Absicht. Das ist bestimmt Jochens Ingwer, der da wohnt. Nee, der ist hier immer noch. Ach Gott, ach Gott. Du kannst doch mal einfach. Das Problem ist halt, Jochen ist ein bisschen erkältet, ne? Dann hole ich mir jetzt noch was. Und wenn ihr das so anhörst, wenn Jochen morgens hier in die Redaktion kommt, dann wird erstmal so ein Grüner ins Waschbecken gehustet. Du musst das eventuell ein bisschen mit dem Daumen durchdrücken. Und was ist denn jetzt mit der Frage eigentlich? Warum wir weinen, wenn wir traurig sind? Wir lachen, also ich meine, wir weinen ja auch manchmal, wenn wir lachen müssen. Und das sind ja eigentlich, also wir behaupten immer zumindest, dass das genau gegenteilige Emotionen sind. Sind es auch, oder? Ich glaube, Tränen sind die Pflaster der Seele. Was? Tränen sind die Pflaster der Seele, würde ich mal sagen. Tränen sind die Pflaster der Seele. Das ist ein schöner Spruch, aber ist das auch die Antwort? Habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Das klingt nach so einem wunderbaren... Nee, habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Das klingt aber trotzdem nach so einem wunderbaren Spruch in so einem Imgur-Fotoalbum vor so einem aufgehenden Sonnennebel-Hintergrund in so einer Schreibschrift geschrieben. Tränen. Wie weit bist du denn? Also die Frage können wir nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung. Hast du die nächste Frage für uns? Ja. Könnt ihr Tierstimmen imitieren? Ja. Ja, nächste Frage. Wow. Ja, wenn ja, bitte Hund. Mit Beispiel. Hund. Ich kann zum Beispiel einen sprechenden Hund imitieren, der wie ich klingt. Einen sprechenden Hallo. Hund? Hallo. Freut ihr euch eigentlich auf Schnee? Fragt Ulf Antenne 33. Und geht ihr zusammen rodeln? Immer. Immer wenn ich rodeln gehe, rufe ich Jochen vorher an. Macht ja. Könnt ihr so ein Special hier machen? Vielleicht ein Rodel-Special? Ja. Aber Rodel auf einer ebenen Fläche ist halt auch ein bisschen langweilig. Also ich kann dir mal die... Weil das ist halt genauso, das ist eigentlich nur auf dem Schlitten sitzen. Ich habe früher mal den Schlitten so hinter das Auto gespannt. Und dann, soll ich die Geschichte... Ach ja, erzähl du mal. Nee, erzähl du erstmal deine, ich habe dich unterbrochen. Nee, meine Geschichte hat keine Pointe, das war schon vorbei. Meine auch nicht. So. Coole Geschichten habt ihr. Ja. Also ich wollte meine Geschichte erzählen zum Rodeln, ja. Ich war mal rodeln im Skiurlaub. Und da bin ich die Piste runtergerodelt mit meinem Neffen drauf. Der war 4. Hat den Sturzhelm auf. Und man rodelt von der Skipiste steil runter in einen Tunnel, wo es sehr eisig ist. Und dann nimmt man richtig Fahrt auf. Das Problem war draußen war es aber so 4-5 Grad und es war halt alles sulzig, bis auf den Tunnel. Der war sehr, sehr gefroren und sehr schnell. Wie war das Adjektiv gerade? Sulzig? Ich wollte nicht fragen, weil ich dachte, ich bin der Einzige. Seid ihr keine Skifahrer? Sulz, Schneesulz. Ich kenne salzig. So ähnlich. Nasses Salz ist wie Sulze. Ah, ja? Okay. So. Okay. Ich also mit den Skischuhen nach vorne, dass man so schön lenken kann, komm raus aus diesem Tunnel, dann vergraben sich meine Skischuhe in den Sulz. Und du machst so prrrr, wie so ein Lineal. Und ich sehe nur noch den Neffen, dein Neffen senkrecht hochfliegen. So, von hinten sehe ich gerade noch in Zeitlupe, wie mein Bruder mit dem Schlitten mir in den Rücken rammt. Drei andere so außen rumfahren und ich habe aber meinen Neffen noch gefangen. Und dann hatte ich ihn so, Onkel, wir müssen nicht so schnell fahren. Und dann, ich hatte die Jacke. Die Stimme der Vernunft. Die Jacke verbrannt, also hier waren Brandlöcher drin, weil ich an der Seite am Holz geschubbelt bin. Okay. Und mir tat meinen Rippen ein halbes Jahr weh. Und unten, als
wir dann unten waren, tatsächlich, sagte er zu mir, Onkel, mit dir fahre ich aber nicht mehr. Und alle, ich hab noch zwei andere Neffen. Nee, mit dir wollten wir nicht mehr fahren. Die wollten alle nicht mit mir fahren. Das nehme ich Ihnen heute noch übel. Ich krieg euch. So, du kannst jetzt aufhören, Gunnar. Aber so viel Sendezeit haben wir auch nicht. Du kannst jetzt aufhören. Ja, wir haben was Nächstes mit dir vor in unserer Supershow. Das hast du super gemacht. Vergiss den Kaffee bitte nicht. Ach, Kaffee. Du kannst ja auch nur einen nehmen. Ja. Möchtest du noch was anderes zu trinken? Ja, muss ich das auch selbst machen? Nein. Dann nicht. Haben wir denn überhaupt was da? Ach nee, wir waren nicht einkaufen. Tut mir leid, nee, Bruder. Ich ziehe diese Aussage zurück. Mit Milch oder was? Georg? Wir könnten eigentlich unsere... Ja, bitte. Mit Milch? Ach so, ja, gerne. Okay. Bisschen Zucker auch und ein bisschen gut umrühren. Nicht, dass man am Ende so diesen süßen... Wir haben keinen Zucker hier. Du hast noch nie mit Zucker getrunken. Das ist doch reine Schikane. Nee, jetzt wollte ich nun gerade Zucker. Einfach nur, damit ich zusätzlich Anweisungen geben kann. So, wollt ihr alle beide einen Kaffee oder was? Wollt ihr alle beide einen Kaffee? Ich kann ja auch. Ich nehme noch einen gerne, ja. Ach, auch, ja. Ist leer? Ja, ziemlich. Dann hast du halt Pech. Nein, ja. Nimm du dir einen. Ich hab hier noch, Gunnar. Nee, guck mal, einen kleinen Schluck gebe ich dir noch eben schnell. Wie fandst du dieses Sendungselement bis jetzt? Ach, bis jetzt ist das mein Lieblingselement gewesen. Ja, das ist gut, ne? Super, danke schön. Das ist total nett. Und du weißt, die leeren Kannen, wenn du die zurückstellst... In die Spüle rein. Ja, aber da musst du es sauber machen. Ich hätte dir gesagt, wenn du es... Ach so. Nein, nee. Gunnar, stell es einfach hin. Ich mach's einfach gar nicht. Sag mal, die Bild-Zeitung hat auch geschrieben, du bist der nächste Domian irgendwann. Das ist ja auch schon älter, da hast du wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen, oder? Nö. Hat sich das erledigt oder bist du in Kontakt mit dem WDR? Ich habe Domian schon... dreimal versucht anzurufen, zweimal E-Mail geschrieben, der reagiert nicht darauf. Echt? Wir haben auch den, hat ja jetzt auch einen Domian-Film, habe ich auch so einen Fake-Trailer erstellt, der schon mehr Klicks hat als der eigentliche Domian-Trailer. Das ist natürlich cool. Ehrlich? Ja. Verfolgt diesen Sender ja, den wir haben. Ja, ja, natürlich. Wir gucken haben immer sonntags 20.45 Uhr oder wann läuft unsere Sender? Ja. Alle zwei Wochen unsere eigene Show. Alle zwei Wochen gucken wir. Nein. Wir haben auch so eine Teratil, das ist so ähnlich wie Domian, deswegen, der macht das schon ganz gut, Michael Thiel. Ich bin ja kein Psychologe. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Aber Domian ja auch nicht. Nee, das stimmt. Aber er hat zumindest, er kann ja Empathie entwickeln. Das klingt so, als wäre das eine Schwäche. Das fehlt dir. Aber seine Talkshow ist ein bisschen böse, hast du gesagt. Mhm. Ne? Die ist halt nicht so... Ist nicht ganz so nett. Obwohl wir in letzter Zeit auch netter geworden sind. Mhm. Oder ich. Sag mal, du hattest ja auch eine Autogrammkarte von uns bestellt. Sollen wir die jetzt geben oder nach der Sendung? Am liebsten jetzt schon. Ja, und was sollen wir da draufschreiben? Das, was du in der E-Mail geschrieben hast? Oder? Jetzt, ja, für wir haben was bringt die denn bei eBay? Bringt die was bei eBay? Nee. Das weiß ich, wir haben es noch nicht getestet. Hier, bitte schreib. Hatten wir nicht noch irgendwie so eine... Ach nee, das war der Aufkleber, den ich noch hatte, den alten Original. Wir haben aber noch mehrere Aufkleber gleich für dich. Du wirst dich total freuen. Ich habe euch nichts mitgebracht. Ich weiß. Okay. Kannst du das auf deinen Zettel schreiben? Was? Ich soll nicht da drauf? Nein, nein, also er hat nichts mitgebracht und hier dein Name natürlich. Gut. Haben andere, bringen man immer was mit hier, ne? Wahrscheinlich. Nein. Nein, niemand nein. Was mit. Hier bitte. Wir müssen immer schon das Geschirr nachstellen nach dem Spülen. Was gut, ist ne? Hier, wieso steht hier unten hinten schon ein anderer Name? Wieso steht denn ein anderer Name? Steht überall? Ist egal, das können wir digital rausschneiden, diese Peinlichkeit. Und Thomas hat nicht unterschrieben? Nein, wir sind doch die Stars. Wir spielen jetzt. Wir wollen... Ist das saugen? Haben wir tatsächlich auch ein Programm gehabt, aber was wir noch viel Besseres als Spiel im Programm hatten und bisher noch kein einziges Mal gemacht haben. Nee. Das ist die richtigen DVDs in die Hüllen einsortieren. Oh, das kriege ich ja zu Hause noch nicht mal hin. Das machen wir aber nicht. Wir spielen jetzt hier Wer wird Millionär. Das ist eine Kopie des Spiels. Oh ja, sehr gut. Und wir möchten gerne... Wie eine Kopie des Spiels. Also, das ist eine... Es ist nicht das Original Wer wird Millionär, weil da haben wir nämlich getestet, das dauert zu lange. Ja. Das geht hier ein bisschen schneller, das heißt Millionär, wie heißt das, Thomas? Einfach nur Millionär. Millionär heißt das. Ich hätte ja geschworen, dass das Wer wird Millionär. Kann denn Thomas, Gunnar das überhaupt sehen? Selbst ausgedacht? Nur die Fragen hören. Okay, pass auf. Okay. Das ist der Bildschirm. Kann ich denn auch was gewinnen hier? Thomas? Nein. Gar nichts? Die Strafe. Ach, Strafen gibt's auch. Ja. Also Strafe, wir haben nichts für dich, aber wir haben eine Strafe. Man kann nichts gewinnen, aber man kann nichts haben. Vielleicht spiele ich doch lieber Anne, nicht komm her. Und ich kann auch noch... Für jede falsche Antwort bekommst du... Anne, erklär es mal ganz kurz. Bloß was ist das? Das ist Anne. Falsche... Okay, ich stell das mal hier an. Für das ist nicht so schlimm. Frage, die du nicht richtig beantwortest, bekommst du ein schönes... Nein. Bekommst du ein schönes Tattoo. Ja. Okay. Und wenn du fünf Fragen... Ein HSV. Können wir das mal groß haben, Lennart?
Da, ne, halt mal, Anne. Ja, genau. Dieses schöne Tattoo, das ist so ein, das kriegt man auch relativ leicht ab. Und ja, wohin? Ganz schnell. Das darfst du dir aussuchen. Also du müsstest dich dann aber halt auch Freien. Vor der Kamera nein, kleiden. Nein, Anne, das war Stelle. So nicht abgesprochen. Du hast aber sowieso ein Tattoo, glaube ich, einen Kran auf ja. dem linken Arm, ne? Ein Kran? Ja, zeig mal. Zwei Kräne. Guck. Kröne hier. Bam. Ich würde sagen, da drapieren wir das HSV-Logo drum. Das wird schön. Also für jede, wie war das, Thomas? Für jede, nee, Anne, für jede falsche Antwort. Falsche Antwort gibt es ein Tattoo. Genau. Und wir haben gesagt, damit das halt nicht zu sehr ausartet und dann nee, total ich ja sehr viel richtig. Zugeklustert richtig. Ist. Wenn du die fünfte Frage falsch hast, wäre es halt super nett von dir. Wenn Nein, Anne, das ist machst, falsch. Nicht super nett. Die fünfte Frage falsch hat zur Folge, Anne. Du musst dann ein Selfie machen und auf Twitter posten, nur der HSV. Ja. Und es wäre halt klasse, wenn du das auch erst auflöst, wenn die Sendung dann online geht. Okay. Ja, kann ich machen. Das war die Idee übrigens von deinem Werder-Kollegen Thomas. Wirklich? Ja, der ist auf diese eklige ja. Idee gekommen. Aber er musste danach duschen. Fragen erst. Nimmst du die Herausforderung an? Ja, ich nehme die Herausforderung an. Wir haben es gehört. Das wird nicht mit den fünf falschen Fragen. Will ich nee, deshalb sagen. Machen wir auch drei raus. Also bei okay. drei falschen Fragen. Okay. Frage Nummer eins. Okay. Was für eine Kopfbedeckung trägt ein amerikanischer Footballspieler? Barrett, Cappy, Helm, Stetson. Für einen Helm. C. Ist eingeloggt. Haben wir Ton? Im Studio? Okay. Jetzt bin ich leider auf den Ton von unserem richtig. Rip-Off-Spiel. 100 Euro. Ah! Ordnen Sie diese Länder im Nahen Osten nach ihrer Fläche. Beginnen mit dem größten. Im Nahen Osten? 14, 13. Achso, Jemen, Israel, Jordanien, Saudi-Arabien. Fläche beginnt nach dem größten. 8, 7. Jemen, Israel, Jordanien, Saudi-Arabien. A, B, Saudi-Arabien? C, D? Ist das größte. 2, 1, dann? 0. Schade. Die richtige Antwort wäre gewesen. Saudi-Arabien, Jemen, Jordanien, Israel. Du ja. kannst es nicht sehen, das ist gemein, ne? Ja. Aber tut mir leid, Anne, der erste Aufkleber. Falsch. Ich hab doch nicht mehr die Antwortmöglichkeit. Ist leider falsch. Ist, oder? Ja. Was sagt der Schiedsrichter? Also streng, Moment, war streng genommen, hatte er nur eine von vier Möglichkeiten. Vier falsch. Das heißt, drei waren falsch. Nein, so sind wir nicht. Nein, nein, nein. Wo kommt das jetzt hin? Auf eine Stelle, die du dir aussuchen kannst am Oberarm. Ja, mach hier. Am Oberarm. Okay, hier. Ne, du kannst es auch so machen, dass es jeder sieht. Aber geht es denn ab, ja, ne? Hast du die letzte Folge mit Anne und hier Wolf gesehen? Ich habe ein bisschen reingeguckt, ja. Warum? Das hätte ja auch blühen können. Was mussten die denn machen nochmal? Naja, Wolf hat von Kaltwachs, ne? Kaltwachsstreifen. Ja, stimmt. Ich habe danach Wolfs, das war ein Bein. Ja. Ich habe danach Wolfs Bein angefasst. Das war ja sehr, sehr, sehr schön glatt. Mhm. Der hat am Ende noch die Kaltwachsstreifen zu Hause mitgekriegt. Und er meinte, es wäre nicht sich so rundum schlimm. Noch. Ja, das hat er auch gesagt. Es wäre nicht so schlimm gewesen. Das Spiel machen wir auch nie wieder. Wie heißt? Bist du, hier kannst, meine du, Beine kannst du hier nicht. Lesen? Ihr hättet aber das Spiel vielleicht wählen sollen. Kannst du das hier lesen? Ja. A, B, C oder D? Oh. Weißes Haus. Alles klar, ist eingegeben. Guck mal, so ist es viel besser, wenn ich das sehen kann. Dann sehe ja, ich nicht. Ja, nichts. Gut, dann das machen wir es wieder so. Ist es richtig? Okay. Nächste Frage. So bei welcher dieser Sportarten sind Pferde beteiligt? Badminton, Polo, Crockett, Squash. Polo. Okay, beim Polo. Badminton auch. Und der Squash machen wir dann bald, ne? Squash. Wir machen ja. das auch hier Pferdesquash. So Special. Gerne. Kennst du nicht Pony Squash? Pony, ja. Das dauert aber ganz schön lange hier. Was war die bevorzugte Hinrichtungsmethode während der Französischen Revolution? Die Guillotine. Ja, okay. Gut, gut, gut. Sieht super aus. Wie bezeichnet man die Wissenschaft vom Menschen? Äthiologie, Archäologie, Anthropologie oder Angiologie hier? A, B, C oder D? Oh, da hätte ich jetzt erwartet, dass du aus der Methode gefasst hast. Ja, A. A. Was? Nee, D, D. Ist leider schon, A haben wir leider schon eingetütet. Tut mir leid. Ja, C. Es ist C, wäre richtig gewesen. Anne, der nächste HSV-Aufkleber. Ich habe irgendwie Dings gedacht. Man muss das auch nur noch zeigen. Zwei... Nee, nur noch eine falsche Antwort und natürlich. Der Twitter-Post kommt. Na gut. Am Hals? Ja, hat er gesagt, da hinten. Was heißt denn er? Warum fügst du Spieler hinzu? So. Ich habe irgendwie an diese Dinosaurier-Ausgrabungen eben gedacht. Ja, ja, aber da muss man halt ganz akkurat denken. Nicht überhastet antworten. Wieso geht das hier nicht? Da steht doch ein Starthäkchen. Jetzt, man muss den Spieler entfernen. Ja, wir sind ja auch nur einer. So. Und wie lange, wann gehen die wieder ab?
Gehen die überhaupt ab? Ein, zwei Jahre. Bisschen Laserbehandlung. Die gehen zwar ab, aber die hinterlassen einen ganz widerlichen Abdruck für die nächsten 4 Jahre. Schon drauf? Ach so. Ja, lass ruhig drauf. Ah, die richtige Antwort. Das Problem ist, wir haben die Frage jetzt nicht gesehen. Oh, Moment, ich muss mein Telefon. Ja, warte mal, wir haben das gleich. Ist das der Telefonjoker? Für welche Sportveranstaltung wird kaltes Wetter benötigt? Winterolympiade, FIFA World Cup, Rallye Monte Carlo, Tour de France. A, hä? B. Warte, kein Wetter? Überall kaltes Wetter. Achso, Winter natürlich. Kalt. Ich hab verstanden, kein Wetter benötigt. Winterolympiade ist deine Antwort. Wir brauchen kein Wetter. A? Ja. Soll ich es eingeben? Moment, da gibt's doch noch FIFA World Cup. Naja, also kaltes Wetter braucht man nicht. Hat man ja in Sochi gesehen. Aber man merkt, du bist nicht ganz sicher. Nein, das ist schon Winterolympiade. Alles klar, ich gebe es ein. Kaltes Wetter gab's in Russland ja auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber eine komische Frage, oder? Kaltes Wetter? Und man braucht dafür ja auch kein kaltes Wetter, ne? Nee. Also man braucht Schnee und welcher Eis, von diesen Songs war ein Hit der Rolling Stones? Brown Sugar, Lady in Red, Black is Black, Blue Moon. Lady in Red. Das ist Chris de Burgh, oder? Ja, ist es. Wie? Das ist B, falsch. Lady in Red habe ich eingegeben. Ich kenne nur das ist von Chris de Burgh, aber... Oder was? Brown Sugar wäre richtig gewesen. Kenne ich nicht. Anne, bitteschön. Damit hast du 3 falsche Antworten. Wir haben noch nicht mal die 1000-Euro-Frage erreicht. Ihr dachtet, das dauert lange. Ja. So. Das heißt, zück dein Handy. Oh nein, kann ich noch jemanden anrufen? Grüßen vorher. Wen willst du? Du kannst natürlich deinen Joker noch anrufen. Der wird dir aber nicht helfen. Schmerzt das jetzt so in der Seele? Nö, in der Seele nicht. Du kannst das ja ganz gut verbergen. Zumindest die beiden Bizeps-HSV-Tätowierungen. Wir werden das Foto erstmal abnicken. Okay. Zeig mal, warte mal. Ich hab das noch nicht angefangen. Achso, ja gut, dann mach du musst die Kamera drehen. Willst du das mitnehmen? Aber ich mag auch, dass deine normale so? Streetwear da. So ein bisschen Bremen-Look so. Hat, ne? Sehr gut. Kannst du draufdrücken? Jetzt kann ich nämlich nicht mehr. Ja, warte. Sehr schön. Ist das abgenickt? Das ist gut. Aber oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht echt scheiße aus. Ne? Ja. Dann machen wir das mal, was? Lennart, kriegen wir das groß gleich mal hier mit der Kamera? Wir drehen es gleich mal in die Kamera. Komm mal her, Lennart. Warte, das müssen wir eben zeigen. So sieht das aus. Ja, ich schreibe gerade. Alles klar. Sieht man oder aber nicht komplett. Warte, aber das Foto sieht man schon, oder? Bisschen nur. Nur so halb. Ach so, man sieht. Warte. Okay, warte. Man sieht genug? Nee, man sieht die Tattoos nicht. Die müssen wir gleich noch. Nur. Aber am Hals sieht man das ja. Das ist ja auch nicht schlecht. HSV. Soll ich noch mehr daran zuschreiben? Nein, alle zu. Ich liebe diesen Verein. Reicht völlig aus. Nee, nur der HSV. Da ist doch alles mit gesagt, oder? Okay. Was? Ja. Schicke ich gerade ab. Aber ich habe gar kein Netz hier leider. Ah. Doch. Zack. Ah, jetzt ist es abgeschickt. Du hast es wirklich gemacht? Ja. Komm hier, Lennart, das ist das Foto. Geiles Foto. Wir gehen mal eben auf Twitter gucken. Wie ist dein Twitter-Account? Ich habe gar keinen Twitter. Was? Ach Gott, Gunsen heiße ich bei Twitter. Gunsen? Ist das geheim? Nee. Jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt nicht mehr, nee. Dann gehen wir eben drauf. Twitter. Oh Gott. Geht schon los? Nee. Twitter. Du bist jetzt bei Werder Bremen exkommuniziert. Gunsen. Ach, das hat aber noch nicht jemand. Anne, vielen Dank, das war super. Bitte? Ja, vielen Dank, hat mir richtig gut gefallen. Da ist es! Warte, hier! Tada! Nur der HSV! Hervorragend! Auch noch mit Ausrufezeichen, sehr gut. Hat Jan Böhmermann direkt geantwortet? Nee. Okay. Glaub nicht. Boah, du hast 27.000 Follower. Ja. Die kriegen jetzt alle das Aber Bild. Nachher nicht mehr, ja. Sensationell. Ja, schön. Ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde FIFA gegeneinander. So, jetzt geht's darum, eine Runde FIFA zu spielen. Du darfst Werder Bremen nehmen. Das ist ja nett, obwohl ich den HSV so liebe. Ich weiß. Übrigens, du hast es eben auf Twitter gepostet und schon jetzt kamen die ersten Antworten. Da sind viele Leute super aktiv in Sachen Antworten. Moment, ich bin halt leider Twitter-Legastheniker, deswegen muss ich gerade herausfinden, wie ich war doch hier eben auf den Antworten gelöst. Ich habe das gleich, Moment. Die sind ein bisschen älter. Das ist okay. Ist halt so. Wir müssen reden zum Beispiel.
eine von den möglichen Antworten. Oder welche Wette hast du verloren? Das ist verdammt nah dran eigentlich, ja, an der Wahrheit. Schade, dass du das erst so spät nach den Antworten bekannt geben kannst, warum du das machen musstest. Oder auch schon, ich finde es so ein bisschen bedrohlicher, finde ich schon, desertieren auf eigene Gefahr. Sehr gut. Ralf Gunesch hat auch geschrieben. Hier der ehemalige St. Pauli-Spieler. Ach, ach, ach. So. Du bist ja viel besser als ich. Ja. 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 Deshalb gibt es ein Handicap. Wir haben zwei Möglichkeiten. Du kannst dir eins davon aussuchen. Entweder du spielst mit diesen Handschuhen. Ja, zieh mal kurz an. Ich muss einmal kurz ausprobieren. Okay, ja? Das überhaupt? Nein. Also, die finden wir sehr, sehr schön. Das war irgendwann ein Werbegeschenk, ne? Die haben wir auch schon mal bekommen. Ja? Man kann ja nicht mal da in den Finger rein. Nimm mal die andere Hand, vielleicht geht's dann besser. So. Ich probiere ganz kurz, mal mit dem Controller. Ja, nee, okay. Und geht was nicht? Ist da die andere Möglichkeit? Die andere sind die. Ja, dann nehme ich natürlich die anderen. Ja? Okay. Ja, Topflappen. Das kriege ich trotzdem hin, glaube ich. Haben wir eigentlich noch eine Strafe, wenn ich gewinne? Wenn du gewinnst? Ja. Diese ganzen Strafen. Wollen wir eigentlich unsere Gäste bestrafen pro Sendung? Okay. Das ist ja nicht, das entscheidet ja die Redaktion. Ich bin ja nur die handelnde Person. Ich glaube, ich gewinne trotzdem. Das ist okay, glaube ich. Ich stelle dich auch auf defensiv. Das ist mein Trick. Und das Blöde ist, ich werde ausgelacht, wenn ich gegen dich verliere, wie du mit den Topf hast. Ja, ich kann eigentlich nur gewinnen, ne? Ja. Ich überlege mir, ob die. Ja, egal. Jetzt haben wir es so gesagt. So. Geht los. Oh, okay. Das ist doch nicht so einfach. Oh, hä? Was denn? Shit, geht aber gut los hier. Okay. Was denn? Nee, meine Steuerung ist alles gut. Wir könnten das Ganze natürlich auch noch ein bisschen, noch ein bisschen aufpeppen. Oh ja. Gott, nicht eine rote Karte. Weil wir halt noch ein paar, ein paar Fragen haben, die wir dir stellen können währenddessen. Ich höre zu. Sind das ganz Quizfragen? Bitte? Sind das wieder Quizfragen? Nicht so voreilig. Nein, keine Quizfragen. Das sind ganz leichte Fragen. Okay. Das funktioniert folgendermaßen. Ich stelle dir eine Frage und auf die erste Frage antwortest du mit Wuseldusel. Oh nein, okay, ja. Auf die zweite antwortest du mit der Antwort, die zur ersten Frage gehört und so weiter. Okay, ja? Ich versuch's. Okay. Dein Lieblingsschimpfwort? Wuseldusel. Sehr gut. Jochen, mach jetzt am besten noch einen rein. Bist du HSV? Ja, ne? Fuck! Entschuldigung. Dein Lieblingsfilm? Affe. Wie war deine Schulzeit? Zurück in die Zukunft. Sag mal, hast du Wenn du beim Gaming verlierst, denkst du? Ich war sehr faul. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Ich bin der Allergeilste. Was kannst du am besten kochen? Richtig viel Geld. Vor welchem Tier hast du panische Angst? Pesto. Dein Traumauto? Das war kein Tier. Jetzt habe ich ausgebracht. Ja. Wölfe. Was wünschst du deinem ärgsten Feind? Pickup. Deine schönste Kindheitserinnerung? Ja, Tod und Hass. Und? Habe ich nicht Ecke jetzt? Letzte Frage jetzt. Ich krieg gar nichts mit, ey. Beschreibe einen Tag mit Kim Jong-un. So, was war die Frage davor? Oh, du warst so nah dran. Ja, warte. Also du hast das schon mal besser gemacht als jeder andere Gast, auch wenn wir den Fragenkatalog jetzt ein bisschen eingekürzt haben. Aber besser als jeder andere Gast bisher. Was war Kindheit? Irgendwas mit Kindheitserinnerungen, ne? Richtig, das war die davor. Meine erste Kindheitserinnerung? Nee, deine schönste Kindheitserinnerung. Aber jetzt ist vorbei. Ach so, habe ich schon verloren? Das Segment ist jetzt... Ach so, ist schon vorbei. Hast du quasi abgegeben damit. Shit. Aber Respekt. Das war hochkonzentriert. Ja, ich hab mich auch konzentriert. Dafür, dass du gerade mit Topflappen an den FIFA spielen musst. Dafür läuft ja aber gar nichts hier von da vorne bei mir. Ja, aber du bist hinten super. Und ich bin auch da echt... Wieso spielt er denn immer hoch? Achso, weil ich immer hier hinten... Nein! Oh. Ey, das ist echt nicht so einfach mit der Topflappen. Der hat Wusel, du... Nein. Komm! Mach ihn! Nein! Bei dem Testspiel habe ich das zweimal gemacht, die den Ball gegeben.
Und du hast zweimal getroffen. Sag mal, wie lange habt ihr eigentlich die Spielzeit eingestellt? 45 Minuten. Einmal 25 oder so? Das kam mir nämlich eben auch schon so lange vor. Beim die kann man Spiel. Auch ein bisschen kürzer machen, ja. Jochen, ne? Ja, wir spielen auch nur eine Halbzeit, okay? Nee. Du willst nicht wirklich zwei Halbzeiten in der Länge spielen, Jochen, oder? Nee? Jochen möchte. Dann hören wir jetzt auf. Nein, komm, es ist. Also in der 25. Minute hört man auch nicht auf. Dann Macht zumindest erstes Tor entscheidet. Wir machen erstes Tor entscheidet. Okay, erstes Tor entscheidet. Das ist eine gute Idee. Kriegen wir hin. So, das streche ich mir aber nochmal an. Dann soll ich gleich Pizarro einwechseln, oder was? Ja. Ich kriege nicht mal einen Wechsel hier mit den Topflappen. Das sind keine Topflappen. Boah, ich habe wenig Fußball geschaut diese Saison. Ich kenn die Bremen-Trikots überhaupt nicht. Ja, die sind ziemlich hässlich. Immer. Und dann noch dieser Wiesenhof-Sponsor ist ziemlich voll. Wieso spielt ihr denn immer hoch? Ich hab dir wieder... Vielleicht hast du aus Versehen eine Taste gedrückt, die du nicht drücken wolltest. Ich habe das Gefühl, als ob nächstes Tor entscheidet länger als 90 Minuten dauern könnte. Nee, überhaupt nicht. Ich mache nämlich jetzt, pass auf. Boah, das ist doch irgendwie... Ich kriege mal richtig Krampf hier in den Händen. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Not gegen Elend hier. Die rechte Seite schieben den Ball technisch wenig elegant, dieses Mal aber geschafft, nicht über die Außenlinie zu dribbeln. Jetzt eine versuchte Flanke nach innen, aber nein, auf den Hintern gesetzt, gerutscht. Gefoult! Ins Tor aus. Gelbe Karte. Ich habe gar nicht mitbekommen, wofür. Ach, ein bisschen faul, okay. Na, jetzt, wenn jetzt ein Kopfballtor, dann gehe ich direkt. Oh, das wäre schön. Ach komm. Das ist halt alles ein Gekloppe, was ihr da macht. Ja, was soll ich denn machen mit den Topflappen an den Händen? Okay. Dafür war das gar nicht so schlecht. Wie heißt es denn hier? Kochhandschuhe. Du bist so ein verdammt... War ich das? Bestimmt, ne? Wenn man beim Verlieren ist, Menü aufrufen. Der letzte Ausweg. Oh, da habe ich dich umgehauen. So, pass auf, jetzt mache ich das eben. Kein Problem. Scheiße. Nee, ach Gott. Oh, ist das anstrengend damit. Jetzt hör auf zu jammern. So spannend wie ein 0:0. Und nein, das ist kein 0:0 der besseren Sorte. Oh. Rot. Das ist rot, ne? Nee. Hat er nicht schon gelb gehabt? Nee, dachte ich. Okay, ich mach das jetzt ganz schnell. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt wirklich. Kann man nicht bei FIFA irgendwie die Tore vergrößern oder so? Das wäre cool. Dass so die gesamte Torauslinie so ein Netz bekommt? Das wird auch nichts ändern hier. So. Scheiße! Jetzt dahin, pass auf. Ui. Eieieiei. Das war knapp. Mhm. Soll ich mal die Topflappen nehmen? Nein, da bist du ja wahrscheinlich besser. Plötzlich. So. Ach Gott. Warum habe ich nur gesagt, ich spiele aber auch echt kacke, ne? Nein! Das Ding wird halt echt 0:0 enden, ne? Ja. Nein, ich mache jetzt das Tor. Gibt es da irgendwie so einen Spielmodus, dass man auch, wenn man es nicht kann, ein Tor erzielt? Spielen wir den nicht? Ich kann ja mal nachgucken, ob du noch weitere Drohungen über Twitter erhalten hast. Wahrscheinlich ja. Oh, nein, nein, nein! Oh. Aber jetzt. Mhm. Haben wir nicht noch eine Wusel-Dusel-Frage? Nein. Da bin ich so gut drin, ne? Mhm. Das war wirklich gut, ne? Im Spülen bist du auch das gut. Das Spiel zieht sich ein wenig. Ja, passt doch jetzt mal auf. Jetzt kommt doch Bartels hier über rechts. Sehr verehrte Damen und Herren, das Spiel ist so spannend wie Deutschland gegen Österreich 1982 in der Zwischenrunde. Boah, ich finde das richtig anstrengend. Das tut echt in den Händen weh. Wie gefällt dir eigentlich FIFA 16 so? Ich dachte, du meinst hier jetzt das alles. Nee. Das frage ich besser nicht. Wer ist auf die Idee gekommen mit FIFA? Jochen bestimmt, ne? Ich tut sich in letzter Zeit nicht mehr so viel bei FIFA, ne? Ist eigentlich immer solide. Meinst du bei der FIFA-Franchise oder bei eurem Spiel? Bei unserem Spiel auch nicht. Bei allem.
In meinem Leben auch nicht. Ich bin mir im Moment nicht mehr sicher, ob die Spielzeit gerade beschleunigt abläuft in FIFA. So. Oh. Was denn? Ja, irgendwie verkrampft man da so mit den Dingern. Geht. Aber dass ich noch nicht führe. Das ist echt ein Trauerspiel. Oh! Oh, nee! Jetzt, komm. Haben sich die Leute nicht früher mal beschwert, dass FIFA so torreich ist? Bitte. Oh, Alter, ich wollte rüberpassen, scheiße. Das war wirklich, das können wir aber auch digital rausschneiden, das ist gut. Das war wirklich schlecht. Oh nein. Eieieiei. Das war nichts. Faul. Das tut mir leid. So. Kann man die direkt reinmachen? Ja, könnte man schon, theoretisch. Ja, aber hast du es schon mal geschafft? Ja, ne? Von da nicht. Aber für 31 doch. Auch ja? Schon mal, glaube ich. Es ist sehr schwer, muss man sagen, ne? Gib mir doch mal so einen. Ach Mensch, das ist ja sogar mit hier Freistoßschaumlinie. Ja. Was ist denn jetzt los? Abseits. Okay, ich mach das jetzt. Pass auf. Oh. Gelb. Das müsste noch gelb geben, ne? Das also, da so aus zumindest. Ja. Oh, jetzt hast du eine gute Chance. Ja. Nee! Och Mann. Was ist denn jetzt los? Ist langweilig, ne? Ist ein bisschen langweilig, wahrscheinlich, ne? Ist echt langweilig. Ist echt langweilig, ne? Ich weiß auch gar nicht, welche Spielzeit ihr eingestellt habt und ob es kürzer geht, aber... Das hätten wir mal vorher... Wie ich eben schon fragte, aber ihr antwortet ja auch nicht mehr so richtig, während ihr spielt. War früher nicht immer eine Kritik an FIFA, dass es so torreich ist und so? Ja, gerade in dem neuen Teil doch auch, ne? Das haben sie ja ganz gut abgestellt. Scheiße, du bist echt... Ein scheiß guter Verteidiger. Na komm, jetzt nur. Oh. Nee. Können wir eine Wiederholung? Können wir doch einmal lassen, oder? Oh Gott. Das hast du vor 10 Jahren, vor 15 Jahren schon immer gemacht mit den Wiederholungen. So, Gunnar, das sind die allerschlimmsten. Zum Abschluss der Sendung, können wir noch mal einmal auf den Twitter-Account gehen, wie viele Beleidigungen du jetzt mittlerweile erhaltest. Das ist schön, ne, die Karte. Das sind schon ein paar Seiten an Kommentaren. Gunnar, vielen Dank, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut, das rahme ich mir ein hier, das finde ich sehr schön. Ja? Sah dir aber noch ein bisschen jünger aus, ne? Nee, das ist von letzter Woche. Echt? Ja. Guck mal. Schön. Meinst du wir oder meinst du ja, nicht? Wahrscheinlich auch digital ein bisschen schöner gemacht. Ne? Ja, genau. Ja. Das geht gar nicht. Gunnar, vielen Dank, das war total nett, dass du bei uns warst. Hat Spaß gemacht. Eine XXL-Version dieser Sendung gibt es übrigens bei uns bei Supergames TV im YouTube-Channel und die gecuttete Version hier bei den Bohnen. Ja, die haben nicht so viel Geld gehabt. Gibt es da das ganze FIFA-Match auch? Ja, da gibt es das ganze FIFA-Match. Super geil, ne? Das wird nochmal als Special veröffentlicht. Und bei den Bohnen haben wir ja gesagt, müssen wir ja das Tor rausschneiden, glaube ich, ne? Vertraglich. Dankeschön fürs Kommen. Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss, bleib sitzen, ne? Bleib sitzen. Okay, sehr schön. Tschüss. 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 Hey, ich komme jetzt gerade aus der Sendung. Ich muss sagen, ich habe mir das alles ein bisschen professioneller vorgestellt. Jochen, der war... Als ich hier ankam, war der noch ganz nett. Also ganz am Anfang war er noch ganz nett und dann hat man aber gemerkt, okay, Georg ist dann gekommen und dann war das so ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Die mögen sich, glaube ich, privat nicht so gern. Und dann war die Sendung, da waren sie dann wieder richtig nett und danach, nach der Sendung, hauen die beiden sofort ab und jeder auch, also wirklich gehen komplett auseinander, jeder geht nach Hause. Jochen, glaube ich, erst noch in seinem Wohnwagen und ich glaube, das läuft nicht mehr lange. Also diese Chemie zwischen denen ist ja einfach überhaupt nicht gegeben. Und das merkt man halt in der Sendung nicht so doll, aber außerhalb merkt man schon, dass die echt sich spindefeind sind eigentlich. Und mein Eindruck von der Sendung ist,
dass eigentlich nichts funktioniert hat. Wir sind jetzt hier seit ungefähr 5 Stunden und am Ende sind das irgendwie nachher, glaube ich, 10 Minuten Sendung und man merkt, dass wirklich viel einfach nicht läuft, technisch nicht und auch nicht vom Menschlichen und auch allgemein vom ganzen Können ist da nicht viel gegeben. Also ich bin froh, dass ich jetzt wieder nach Hause gehen kann und erstmal ich wahrscheinlich nicht mehr gefragt werde und ich glaube auch dass sich das Ganze hoffentlich bald erledigt hat. Ja.